auch schon gespannt. Wir auch. Ab in die Kampagne. Akt 2, die Quelle allen Übels. Wir müssen einfach über die Kommandokonsole auf die Daten zugreifen. So ein bisschen. So recht einfach. Breit? Nee. Breit sind wir noch lange nicht. Klar. Die Konsole geht nicht. Strom gibt's hier. Vielleicht ist eine Sicherung durchgebrannt oder so. Ich muss nur an den Verteiler ran. Gut gesehen, Jack. Da ist eine Art Verbindungsbox oben in den Schächten. Genau. Gehst du da hin? Warte mal, sollen wir da hin? Oben in den Schächten. Hab ich jetzt was... Ja. Jack? Guck mal da. Jack, geh da rein und schalt den Strom an. Schwupp, drin ist er. Gut gemacht, Jack. Ist aber schnell wieder hier. Mit der Konsole. Rein mit dir, Jack. Unautorisierter Zugang. Sicherheitsprotokoll initiiert. Fehler. Sicherheitsprotokoll nicht bereit. Das Sicherheitssystem hat einen Wackler. Checken wir die Übertragungsdaten, bevor wir ausgesperrt werden. Also, wir scannen nach einer Übertragung, die zu dir aus New Hope passt? Ganz genau. Sounds haben heute Probleme gefunden. Gehen bald wieder. Aber bin ich jetzt doof? Hoppala. So war das nicht gedacht. Okay, nochmal. Rein mit dir, Jack. Geht wieder. Wieder E gedrückt. Rein mit dir, Jack.
Unbekannte Quelle. Sag bloß, wir müssen jetzt erstmal die unbekannte Quelle finden. Damit wir hier weitermachen können. Nö. Rein mit dir, Jack. Was soll ich denn machen? Oh. Das Signal passt. Im Nordwesten. Ein weiterer Turm. Können wir mit diesen Daten das Labor finden? Noch nicht. Wir brauchen noch einen weiteren Turm für die Suche. Was meinst du? Informieren wir Marcus? Ich rufe ihn vom Skiff aus an. Verschwinden wir von hier. Rein mit dir, Jack. Wir gehen nochmal gucken. Definitiv nicht weiter. So, Komponenten ausrüsten. Schockfalle oder Blitz? Wir nehmen den Blitz. So, Impuls oder Stimm? Wir nehmen den Stimm und den Stimm machen wir mal dicker. Schnellere Aufladung. Ausdauer, Wiederbeleben. Okay. So, Passivkern. Verbessert Jacks Grundsystem, verbessert die Wirkung. Haben wir den schon gepimpt oder was? Tatsächlich haben wir schon gepimpt. Ein bisschen stärker. Türme. Ungewöhnlich viele Schutzmaßnahmen für einen Funkturm, oder? Ich weiß nicht. Ist nicht so, dass ich hier arbeite. Hier lang könnten wir raus. Ein Turm weniger. Ja, Zeit, das andere zu suchen. Bereust du schon, dass du mitgekommen bist? Was? Machst du Witze? Ich bin in meinem Element. Skiffen, mir den Arsch abfrieren. Alles klar. Na, wann kommen sie? Ich muss dich mal was fragen. Fass. War er schon immer so? Ja, immer. Musste immer am härtesten, am schnellsten, am stärksten sein. Aber nicht am klügsten. In dem Bereich und auch nur da hat Fass ausnahmsweise ein realistisches Selbstbild.
dann rutschen wir mal. Ich denke dauernd an Niles. Diese Experimente. Mann, was würden andere wohl tun, wenn sie nur das bisschen wüssten, was wir wissen? Darum haben es ja alle Ministerpräsidenten vertuscht. Sogar Anya. Und sie war der ehrlichste Mensch, den ich je kannte. Was machen wir also? Wem sagen wir es? Vielleicht keiner. Wozu auch? Alle, die dahinter stecken, sind tot. Also, tun wir dasselbe wie Anya. Nichts. Ja. So, wir sind jetzt hier unten und oben im... Warte mal, linke Maustaste? Nein, rechte Maustaste. Da oben ist noch was entdeckt worden. Funkturm Nord. Ah, wir haben viel gefunden. Und hier ist noch dunkel, da müssen wir auch noch lang. Wo es dunkel ist, da müssen wir noch durch. Egal wie. Das heißt also da links rum. Ist das richtig? Links rum, genau. Ah, hier durch. Okay. Da hinten ist noch was. Als ob ich es geahnt habe. Kate, sieh dir das an. Laut Jacks Karte ist da hinten irgendwo eine Mine. Ich habe ein paar Minen geplündert. Rebellischen Jugend. Klingt nach Spaß. Was hast du da so erbeutet? Sprengstoff, Munition, manchmal alte Feldrationen. Die hat außer Onkel nie jemand gegessen. Das überrascht mich nicht. Dieser Mann konnte alles essen. Tat es auch. Ja. Trinken. Lass uns einen Weg da hineinfinden. Ich gehe freiwillig oben lang. Weiter. Schade. Das hätte ich gedacht, dass wir hier weiterkommen. Keine Chance. Da rein oder drumrum? Das ist hier die Frage. Drumrum, glaube ich, wird es wieder nicht funktionieren. Fall mir eher auf die Fresse. Geht runter.
seid ihr denn jetzt hin? Das muss die Mine sein. Marcus, wir haben was gefunden. Eine Mine, glaube ich. Moment, mal sehen. Ja, vermutlich die alte Nevercut-Mine. Wann war sie zuletzt in Betrieb? Das war lange vor deiner Geburt. Erwarte also besser nicht allzu viel. Verstanden. Wir bleiben in Kontakt. Joi. Da kommen wir vielleicht raus. Hier vorne geht's rein, da hinten geht's raus. Hier muss ein Fluss gewesen sein. Also wenn hier schon ein Buzzkill liegt. Was hat's mit dem Kahlschlag auf sich? Wahrscheinlich für die Mine. Baumaterial. Die Holzindustrie ist nicht gerade mein Metier. Wow, es gibt also doch etwas, das dein Wissen übersteigt. Hey, ich weiß eben gern Dinge. Ist das etwa falsch? Nein, ist nicht falsch. Da hergekommen. Ich bin schon Kreis gelaufen. Ja, klar. Die Brücke zur Mine ist blockiert. Ein Gleis dazu. Es muss doch einen anderen Weg rüber geben, oder? Mal sehen. Ich würde jetzt eher sagen, wir gehen mal da hinten den Zug rein, gucken uns das an, was da hinten rumeiert. Moment, ich sehe mir das an. Ah. Immerhin haben wir eine Komponente gefunden. Aber da geht's nicht durch. Na gut. Dann lassen wir uns fallen, links rum, ne? Versuchen wir sie unten. Okay, sieht gut aus. 3, 2, 1, rutsch! Das ist jetzt vor! Ausschalten! Vorsicht auf dem Eis! Sind verwundet! Brauche Hilfe!
Jack! Wo seid ihr? Keiner mehr da? Das ist gut. Da oben hab ich was gehört. Aber das kann definitiv nicht sein. Doch, er schießt nämlich noch da hinten. Erwischt! Das war der letzte. Okay. Ein Schwarm in diesem Gebirge ist Zufall. Zwei sind ein Muster. Dachtest du, sie sind nicht hier? Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich hier bin. Okay, hoch zur Mine. Ja, nehmen wir den Aufzug. Bevor wir jetzt aber den Aufzug nehmen, brauchen wir jetzt erstmal Munition. Halt! Jack, brich die Tür auf. Was ist das denn Süßes? Oh, oh, fuck. Kate, die andere Flussseite! Ich sehe sie. Halt sie auf! Oh, zu kalt für dich? Noch mehr! Mann, die wollen uns echt nicht in der Mine haben! Komm her, ihr Schweine! Ich verseuchte Beschützer hasse. Okay,
Ausgerechnet jetzt. Sauber. Jetzt, wo ich ihn in der Hand habe. Gut gemacht, Track. Mann. Jetzt, wo ich ihn in der Hand habe. Hört ihr auf. Kriegen wir jetzt noch ein bisschen Munition oder sowas? Alter Schwede, was liegt die denn alles rum? Okay, Munition haben wir schon mal gar nicht mehr da. Gucken, ob da hinten noch was rumeiert. Nö. Schöne Aussicht. Ausgerechnet in dem Moment fliegt er bei uns im Gesicht. Sekunde. Das war ein Non-Con-Lager. Lena, Nosco, ich wette, sie kamen von hier. Könnte stimmen. Aber das heißt... Das heißt, dass uns gleich ein Kampf bevorsteht. Was ist das hier? Gucken wir. Oh, ist das? Ausgefranste Springerzahnkette. Hier ist kalt. Hier ist Kate. Ich war nah genug an der gefräßigen Visage eines Springers, um zu wissen, dass dieser Zahn vor kurzem noch einem von ihnen gehört hat. Das ist sicher die Kette eines Non-Cons. Die Gewissheit, dass Leute nicht kampflos untergegangen sind, ist ein kleiner Trost. Der Downsy geht schon wieder in die falsche Richtung. Ja. Wo willst du denn hin? Wir müssen in die Mine. Ich weiß. Lina und Norsko die Wahrheit sagen, wurde der Ort ausgelöscht. Pass bloß auf. Mutter. Ja, sie haben sich offenbar heftig gewehrt. Aber keine Leichen. Lass uns das hier aufmachen.
Erkunden Sie die Mine. Search and destroy. Ich dachte, wir wüssten, wo alle Non-Consent waren. Wir haben eine Menge übersehen. Wie das? Non-Cons wollen nicht gefunden werden. Vor allem nicht von der Kur. Besser wir finden sie als der Schwarm. So, wie viele Komponenten haben wir denn? 7. Scharfschütze, Kopfschusskills laden Jacks Fähigkeiten schneller wieder auf. Aha. Das dürfen wir noch nicht, das dürfen wir auch noch nicht. Tarnschild. Okay. Nethercutt Bergbauposter. Hier ist Dell. Nethercutt. Vor dem Locust-Krieg waren sie eine ganz große Nummer mit jede Menge Geld. Jede Menge altem Geld und weitreichenden Beziehungen zur Core-Region. 2/3 des Rohmetalls zur Herstellung von Militärausrüstung stammte von diesen Typen. Lancer wurden sozusagen aus ihrem Schweiß und Blut gemacht. Bildlich gesprochen. Schöne Details. Gefällt mir sehr gut. Das ist ein Bohrer. Wollen wir mal. Ach, du Scheiße. Wie erwartet aber. Scheiße. Unglaublich, dass Lina und Norsko das überlebt haben. Sehen wir uns um. Vielleicht finden wir was Nützliches. Darüber nachgedacht, was mit Leuten in Kapseln passiert. Ich versuch's nicht zu tun. Ja, aber vielleicht ist da noch ein Teil von. Ein Funken Menschlichkeit. Da ist nichts Menschliches mehr. Wir sollten weitersuchen. Tagebuch eines Nethercutt-Minenarbeiters. Er ist tot. Reeve ist verdammt nochmal tot. Der Vorarbeiter sagte, er sei an der Stelle gestorben, wo wir für die Corps arbeiten sollen. Ein Minenunfall. Man könne nicht mal mehr den Leichnam bergen, sagte er. Ein paar der anderen Jungs haben ebenfalls ihre Kameraden verloren. Es wird hier echt düster. Vielleicht nehme ich den nächsten Zug nach Jacinto und suche mir einen richtigen Job, wie Mom immer es sagte. Ich habe es langsam echt satt, mir ständig da Eier abzufrieren. Muss wohl kalt sein hier unten. Da hinten geht's weiter bestimmt.
Musst echt aufpassen, dass du nicht irgendwo drauf trittst und es splattert dann direkt. Hilfst du mir bitte? Okay.